Ja, mulmige Gefühle also gegenüber der Entscheidung des Bundeskanzlers, Kampfpanzer zu liefern. Und darüber möchte ich sprechen mit Nicole Deitelhoff. Sie ist Politikwissenschaftlerin am Leibniz-Institut in Frankfurt für Friedens- und Konfliktforschung. Guten Abend, Frau Deitelhoff. Guten Abend, Frau Mioska. Wie erklären Sie, dass es zumindest in den Umfragen deutlich mehr Skepsis in den ostdeutschen als in den westdeutschen Ländern gibt? Das ist natürlich eigentlich eine Frage, die man einer Soziologin stellen müsste. Das bin ich nicht. Aber ich kann zumindest sagen, was mir Kolleginnen und Kollegen aus der Soziologie sagen, die sich damit beschäftigen. Und da hört man, dass es eben ein Faktor ist, der sehr wichtig ist, tatsächlich die spezifische Sozialisationsgeschichte der ostdeutschen Bundesländer, in der eben zum Teil zumindest die gegenwärtige Elterngeneration, aber vor allen Dingen die Großelterngeneration noch mit der Sowjetunion aufgewachsen ist. Und das kann teils natürlich eine Romantisierung bewirken, in der man einfach sehr gute Beziehungen immer noch zur Sowjetunion bzw. der Nachfolgenation Russland hat. Aber, und ich glaube, das ist wichtiger, man hat vor allen Dingen einen Eindruck mitgenommen und ein Erleben mitgenommen, dass es eigentlich Widerstand gegen die Sowjetunion sinnlos ist, dass die Sowjetunion immer am längeren Hebel sitzt und letztendlich mehr eskalieren kann und man deswegen sich besser unterordnet und nicht in irgendeiner Weise zu viel Widerstand ausüben sollte. Leitet sich denn auch daraus ab, dass die Sorgen berechtigt sind? Setzt sich Deutschland durch die Leopard-Lieferung einer größeren Gefahr aus? Der Kreml-Sprecher sagte heute, wir haben es gehört, die Panzer werden brennen und das sei alles höchst gefährlich. Also ich meine, diese Art von Aussagen, diese Drohungen, die hören wir natürlich seit Beginn des Krieges. Also wann immer sich westliche Nationen entschieden haben, in die nächsthöhere Waffenkategorie zu gehen, in den Lieferungen, dann haben wir solche Drohungen aus dem Kreml gehört. Bis jetzt ist darauf nichts gefolgt. Also alles, was wir an Strategieveränderungen von Putin in diesem Krieg gesehen haben, hat sich auf die Ukraine konzentriert und ging nicht über die Ukraine hinaus. Also letzten Endes würde ich sagen, das Risiko ist jetzt nicht massiv gestiegen. Wir können es aber auch nicht ausschließen. Wir wissen einfach nicht, was ein Punkt sein könnte, an dem Putin dann eben entscheiden würde, das ist jetzt ein Punkt oder das ist jetzt eine Lieferung zu viel und jetzt eskaliere ich eben, jetzt befinde ich mich im Krieg mit der NATO. Aber wie geht man damit um? Das Problem ist ja, wie Sie sagen, dass man Putin nicht in den Kopf gucken kann, dass niemand sagen kann, wann er welche Waffenlieferung auch immer als Eskalation oder Überschreiten von roten Linien versteht. Woran bitte soll man sich da als Politik orientieren? Das ist eben in der Tat sehr, sehr schwierig. Wir können uns natürlich nicht an diesen Drohungen orientieren. Das würde tatsächlich dazu führen, dass wir uns einfach selbst abschrecken, irgendwie noch tätig werden zu können. Das kann es nicht sein. Aber es führt natürlich schon in eine Politik hinein, die ja bedächtig vorgeht und die schon überlegt bei jedem Schritt und prüft, was die Konsequenzen eines Schrittes sind und auch beobachtet, was denn passiert bei bestimmten Entscheidungen, eben auch bei Waffenlieferungen. Also tatsächlich Schritt für Schritt vorgehen und nicht sozusagen sich treiben lassen und immer gleich in die nächste Stufe einsteigen, sondern tatsächlich auch schauen, was passiert. Ich glaube, das ist sozusagen ein Fahren auf sich, das die Politik hier leisten muss. Aber das ist eben in der jetzigen Situation, einer sehr dynamischen Konfliktsituation, auch einfach notwendig. Eine Hilfe für bessere Orientierung ist ja auch immer eine gute politische Kommunikation. Und die wurde ja dem Kanzler vielfach abgesprochen. Von Ihnen auch? Ja, also da kann ich gar nicht anders, als das zu bejahen. Ich finde, dass die Kommunikation, die der Bundeskanzler an den Tag legt, wirklich, um es mal freundlich zu sagen, suboptimal ist. Man muss sich ja einfach klar machen, für ganz viele Deutsche ist das ja eine Krisensituation. Und nicht nur für viele Deutsche, es ist eine massive Krisensituation, die mit großen Unsicherheiten und Ängsten einhergeht. Und genau das zeigen ja auch die Umfragedaten, auf die Sie verwiesen haben. Und in einer solchen Krisensituation ist Kommunikation tatsächlich zentral. Und zwar verlässliche Kommunikation. Und wir haben momentan einen Kommunikationsstil, in dem eigentlich gar nicht kommuniziert wird, bis dann eine Entscheidung vorliegt. Die wird dann präsentiert und begründet. Aber das ist eben nicht unbedingt eine Art von Kommunikation, die Unsicherheiten absenkt und die Ängste nimmt, sondern die schürt eher Ängste. Und wenn man sich so ein bisschen die schrille Debatte, die wir ja erlebt haben in den letzten Wochen, ansieht, dann ist das natürlich auch eine Konsequenz dieses ja nicht so günstigen Kommunikationsstils. Die Einschätzung der Konflikt- und Friedensforscherin Nicole Deitelhoff. Danke Ihnen für Ihre Zeit. Danke Ihnen.